Finde ich super. Finde ich großartig, dass man hier auf diese ganz ungezwungene und unkomplizierte Art und Weise aufeinandertreffen kann. Und auch für den Bewerber stelle ich mir das sehr, sehr angenehm vor, dass der einfach gucken kann, ah, wer ist das? Ach ja, das interessiert mich. Oder, nee, von der passt mir schon die Nase nicht, da muss ich mich gar nicht erst irgendwie hinstellen. Es ist nicht diese klassische Situation, Kaninchen vor der Schlange. Der Bewerber muss nicht jetzt sich auch komplett offenbaren. Er hat sein kleines Exposé mitgebracht. Wer braucht, kriegt einen Dolmetscher da zur Seite gestellt oder auch nicht. Und man kann einfach zusammen eine Tasse Kaffee trinken und mal in Ruhe erstmal reden und gucken, ob man irgendwie zusammenfassen könnte oder nicht. Also ich würde jedem empfehlen, es einfach zu versuchen und den Mut aufzubringen, es auszuprobieren und auch wirklich auf die Arbeitgeber zuzugehen. Wenn man da noch unsicher ist, ob man das Bewerberfrühstück besuchen soll, dann kann man entweder die Mitarbeiter des BGWs oder die Mitarbeiter von der LK2-Agentur für Taten vorher besuchen und kann Kontakt aufnehmen und die helfen einem, wenn man da Probleme hat und eine Unsicherheit. Wir hatten schon ein bisschen Hemmung, jemand mit einer Behinderung einzustellen, ist so. Und haben aber dann uns überzeugen lassen. Der Herr Reinhardt hat uns begleitet die erste Zeit, hat den ganzen Schreibkram mit uns vorbereitet und so weiter. Ja, und die Anne, die hat sich super eingearbeitet. Und bei der hat man eben gemerkt, die wollte unbedingt. Und das war das Schöne. Die hat den nächsten Tag sofort angerufen und dann war sie da. Sie ist gerade bei uns in Probebeschäftigung seit 1. Februar für Büroarbeiten, Akquise, Sekretariat. Genau. Die war in einem Workshop beim BWW und ist dadurch zu diesem Bewerberfrühstück gekommen, obwohl die jetzt gar nicht das ganz klassische Profil hat. Aber es war sehr schnell ein guter Kontakt und wir sind uns sehr schnell eigentlich einig geworden. In absehbarer Zeit werden alle suchen wie verrückt. Fachkräfte gibt es nicht und man muss sich einfach umorientieren. Es ist auf keinen Fall ein Fehler. Im schlechtesten Fall hast du einen Kaffee umsonst getrunken. Wird aber wahrscheinlich nicht so sein. Also man sollte schon die Augen mal offen halten, auch in Richtung dieses Arbeitsmarktes. Zumal es für Arbeitgeber unbedingt auch interessant ist, weil es natürlich auch diverse Förderungen gibt. Gerade für junge Unternehmen wie für uns ist das auch ein sehr, sehr schöner, netter Nebeneffekt, dass man einfach nicht sofort die kompletten Lohnkosten und so weiter von den Arbeitnehmern hat. Man sollte die nicht einstellen, weil sie einem erstmal nichts kosten. Das ist ein Trugschluss. Die müssen trotzdem zu einem passen, aber das ist trotzdem ein echter Anreiz, wo man auch unbedingt drüber nachdenken sollte.